Hallo meine Mini Motor Racing X Racing Freunde und willkommen zurück zur nächsten Aufnahmesession. Und wir beginnen in der neuen Aufnahmesession mit Part Nummer 4. Mal gucken, können wir hier noch was machen eigentlich? Wir selecten den erstmal. Wir brauchen fürs nächste Tuning 4000 bis immer 3200. Ja, schauen wir mal. Wir lassen es erstmal so. Next, weitergehen. Wir bleiben im Classic Mode. Und wir sind jetzt in Part 4. Fangen wir jetzt an mit dem Standard Championship Cup. Bisher habe ich noch keine Kommentare gelesen bei den anderen Videos. Also scheint das Let's Player bisher nicht so zu mögen. Ich mache es trotzdem, einfach weil es mir persönlich Spaß macht. Und ihr wisst ja auch, unabhängig davon, wie viele zuschauen oder nicht, wenn mir was Spaß macht, mache ich es trotzdem und lasst euch gerne daran teilhaben. Aber deswegen halt auch noch keine Kommentare gewesen. Deswegen leider nichts drauf dabei, wo ich drauf eingehen muss. Und jetzt fahren wir einfach mal. Achso, der erste Boss ist aus. Ja, der erste Bossfight geht, okay. Bleiben auch erstmal auf Easy. Wie gesagt, man kann die Strecken alle auf Easy, normal und hart fahren. Wir bleiben erstmal bei Easy. Wir können dann immer noch wechseln auf Mittel oder Schwer. Können wir immer noch wechseln. Also Medium oder Hart. Aber dafür müsstet ihr dann doch mehr aus, also dafür müsstet ihr dann doch mehr Aufrufe generieren oder mehr Aufrufe machen. Dann würde ich mir das Ganze auch antun und wirklich schwerer machen. Aber solange wie das bei 0 Aufrufe oder nur bei 1, 2 Aufrufe sind, spielen wir das Spiel einfach auf Easy durch, platinieren das Ganze und haben ein bisschen YouTube-Gameplay. Hört sich blöd an, aber ist halt so. Wir haben Spaß dabei. Dann passt das. So, continue. Warum ich da an der einen Stelle so komisch gefahren bin? Ja, da lag halt Geld auf der Straße, ne? Das habe ich jetzt mitgenommen. Gemerkt habe ich mich auch erstmal doch für die Perspektive hier entschieden, die dann aussehen wie man ganz normale Rennspiel spielt. Also ich finde cool, dass man die hier hat. Aber auch da, wie gesagt, bleibt dabei, gerne in die Kommentare rein. Dieser Part kommt wahrscheinlich morgen online. Heute Mittwoch, ja, heute um 16 Uhr kommt noch von der ersten Aufnahmesession ein Part. Dieser Part 4 kommt dann wahrscheinlich morgen für euch online, also den Donnerstag, aber heute am Mittwoch halt aufgenommen. Ja, und die anderen weiteren Parts von der Aufnahmesession, die schau ich dann mal. Oh, jetzt wird's weiter die Runde. Zu wenig Nitro benutzt. Continue. Retri, ja komm, mach mal bei Retri, was soll's. Zu wenig Nitro wieder benutzt. Zu viel überlegt, wann ich welche Parts hochlade. Zu viel wieder darüber nachgedacht und zu wenig das Rennfahren konzentriert. Ja, manchmal haut die KI einen auch böse an die Mauer. Ja, weil, ja. So, jetzt vorne wegfahren, wenn es geht. Hier würde ich gestellt für Nitro. Thank you.
weitergeht. Hier rennen, so muss das sein. Einfach einmal durchwaschen. Und auf in den Garten. Ninja. Alle, ne? Ja, wir hatten alle ersten vier weg. Wie viel gibt es eigentlich hier wieder? 4, 8, 12, 16, 20. 28 gibt es wieder. Dann würde ich das sagen. 6, 12. So weit, genau. Ja, kriegen wir es mal wieder. Ja, probieren wir es wieder. Ja, würde ich sagen, machen wir die Vieh hier auf jeden Fall. Ja, ich überlege schon wieder viel zu lange, wie ich die Sachen mache, wann ich wieder den Cut mache von den Folgen. Ich gucke nicht auf die Uhr, irgendwie gefühlt, sondern ich mache einfach. Und dann überlege ich halt immer, wie viel Rennen soll ich in eine Folge packen. Folge nicht zu lang wird, aber auch nicht zu kurz wird. Wahrscheinlich so zwischen 8 und 12 Rennen wird machen, je nachdem. Ob wir weiter vorwärts kommen oder ob wir vier Neustarts brauchen. Wenn ich mehrere Neustarts brauche, klar, dann kann ich nur 6 Rennen, 8 Rennen. Reinpacken, keine Zwölf Rennen, wenn man nicht so viel Neustarts braucht. Wenn man weiterhin das meiste mit Watch-Weiß schafft, auf Easy, dann kann ich auch ruhig 12 Rennen machen, dann wieder folgen kann, dann die nächsten 12 Rennen machen und so weiter. Mal sehen. Wahrscheinlich so, dass die Standardmeisterschaft hier wieder so 3 Videos beinhaltet, das ist der Plan. Es kann sein, dass es länger dabei ist, es kann aber auch sein,
Und dann Ende hin auch ein größeres Video dabei. Mal sehen. Werdet ihr auch merken an der Länge dann. Das hat aber nichts zu sagen. Und wie gesagt, ich glaube, ich mache heute den Standard Cup. Fertig. In der ersten Aufnahmezeichen hatte ich ja den Beginners Cup und ich glaube, in der heutigen Aufnahmezeichen mache ich den Standard Cup fertig. Würde ich sagen. Macht am meisten Sinn. So, jetzt machen wir das hier auf jeden Fall auch noch. Mehr, das weiß ich nicht, aber es macht wirklich echte Gegner dementsprechend mehr Fun, weil die Herausforderung dann viel größer ist. Andererseits könnte ich mir die Herausforderung größer machen, indem ich mir schwerer einstelle. Aber ich möchte erstmal einfach alle Cups freischalten und am Ende können wir halt immer noch sehen, ob wir uns schwieriger machen oder nicht. Vielleicht fahre ich am Ende auch nochmal die Battle-Mode-Karriere. Habe ich ja, glaube ich, in meiner ersten Aufnahmesession auch schon mal gesagt irgendwann, dass ich eventuell auch in Erwägung ziehe, noch eine Battle-Mode-Karriere zu fahren. Also mal sehen. Haut gerne in die Kommentare, welche Perspektive wir fahren sollen. Ob ihr den Battle Mode überhaupt sehen wollt, wenn wir die normale Karriere durch haben oder nicht. Es gibt so den einen oder anderen, der sich denkt, oh Gott, warum macht der hier diesen Quatsch? Warum macht er nicht gleich den Battle Mode, wenn es dann Battle Mode gibt? Oder warum macht er den Quatsch überhaupt? Gut, andererseits sage ich mal, wenn derjenige, der denkt, oder diejenige, die denkt, warum macht er den Quatsch überhaupt? Zu euch kann ich das in dem Sinne leider nur sagen, dann guckt es einfach nicht, weil mir macht es Spaß, auch wenn es total fort einfach erscheint. Aber nach der Arbeit, nach dem stressigen Arbeitstag, macht es auch einfach mal Spaß, sowas zu spielen. Gut, hier vorhabe ich jetzt schon 4 Stunden Nerdcast-Session, weil aktuell krank ist hier, deswegen hast du es wieder nicht mit nach der Arbeit, macht auch sowas hier einfach mal Spaß, einfach die Gas geben, aber doch, kann man trotzdem sagen, es macht einfach Spaß. Und jetzt habe ich das Let's Play angefangen, also ziehe ich das jetzt auch für die Tage, wo ich halt weiß, wo kein Stream kommt, trotzdem durch, dass ich da was habe halt. Sowas hier kann man auch halt mal schnell aufnehmen durch Tür und Angel, dass man Material für seinen Kanal hat, sag ich mal. Hört sich jetzt doof an, aber passt ja. Cool, Schneestrecke. Ist man nicht blicken oder was hier vor mir ist? Null. Neben mir. Ach doch, das Dreck hatten wir auch schon. Aber jetzt halt bei Schnee. Ist ja geil. Ah! Oh, die nehmen wir weg. Das Geld ist mir egal. Ich komme nicht in die einzige Stelle, wo man Gas geben kann. Oh Gott. Was geht da gerade aktuell? Oh Gott. Ey, die KI fährt alles hinten, das ist unfair. Ah, wieder in der Eisprung hängen. Ja, ich muss nämlich Kanten aufpassen, ich muss die Kurve enger kriegen. Ja, das war Game Over, das war wieder zu eng gefahren. War eine Runde kommt noch, aber wir werden nur Zweiter, glaube ich, egal. Ah, ja, wieder an die Bande hängen geblieben von der. Ja, schade. Ich bin mit der KI hin und her testen, Menschen.
Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich auf Battery drücke, ob wir das Geld dann trotzdem kriegen oder nicht. Deswegen drücken wir mal einmal Continue. Was soll der Geist? Wir werden die Kohle sicher haben, dass wir die safe haben. Nehme ich die Ladezeit kurz in Kauf. Genau, wegen den Kohle, die wir halt gekriegt haben. Congratulations, you have unlocked Center Sly. Okay, wir haben jetzt über den Schlitten freigeschalten. Keine Ahnung, ob es Sinn machen würde, jetzt mit dem Schlitten auf dieser Strecke zu fahren. Ich gucke es mal. Kann ich nochmal Upgrades verbessern? Haben wir noch ein bisschen Kohle? Ja, haben wir. Handling. Top Speed. Auf der Strecke, glaube ich, ist Handling wichtig. Mehr geht leider erstmal nicht. Boah, 6400 für das Handling wird er verbessern. Egal, weiter geht's. Safe. Ja, jetzt geht er wieder dahin. Wir fahren das natürlich nochmal, ne? Also, wir wollen Gold haben, ist doch klar. Wieder drei Schlitten dabei, ja egal. Nach 18 Minuten haben wir von Start weg über. Da muss ich immer von Anfang an hier mit gegenhalten, auch wenn die KI rammelt, muss ich hier mitrammeln. Ey, du Sack! Ah, wieder auf dem Schnauzen, egal. Das war die KI Power. Da muss ich auch voll nicht über den Außenrutsche. Alter, die Schlitten im Schnee wirklich so krasse Lenkung haben. Ich weiß nicht. Zwei Liegenbussen. Ich hab hier nicht. Ah, die ist eng gefahren, egal. Na! Ah. Also ein bisschen weniger so ein selber schön, aber egal. Ich kann mir so Schlitten für einen Rennen holen, aber deswegen hat er dann kein Tuning und nichts dran. Deswegen bin ich ja ohne Tuning auch auf dem Schlitten. Das Geld von Falk mitzunehmen. Wir nehmen uns weiter, egal. Also einmal probier es auch noch. Wir nehmen das Geld natürlich wieder mit, wegen dem, was wir auf der Strecke aufgesammelt haben, auch wenn es nur ein Schein war. Ja, einmal probieren wir es mal, ne? Ja komm, einmal probieren wir es noch. Also da seht ihr, auch easy ist nicht immer easy. Aber einmal probieren wir es noch. Ich glaube aber auf der Schneestrecke haben die Schlitten einfach einen Vorteil, aber... Wir können uns ja im Zweifel irgendwann Schlitten holen. Und wenn man es jetzt wieder nicht Gold schafft, muss man noch nochmal machen. Aber wenn man es jetzt mit dem dritten Versuch noch nicht schafft, machen wir das den nächsten nochmal irgendwann. Okay, ich bin wieder weg. Ich muss aber mitkommen. Ah, jetzt müssen wir da wieder dran vorbei. Jetzt hat die KI das Geld mitgenommen. Ja, cool. Also hier Turbo und nochmal Turbo. Ich brauche zwei Turbo. Also hier unten zwei Turbo, es werden acht Turbo. Okay. Dann kann ich dann richtig Geld einsetzen. Nicht wie die KI da einsetzen. Soll ich hier wieder innen lang fahren? Dann kommt die KI nicht mehr weg. Jetzt bin ich da lang. Hier ein Turbo, zwei Turbo. Wie lange, wenn ich blind nicht auch mit dem normalen den Loren hier besiegen würden. Ja, da rammt sein wieder weg. Ist egal. Ein Turbo, zwei Turbo. So. Ich würde sagen, nicht das Geld mit Gewalt mitnehmen, weil das hätte uns jetzt auch viel kosten können. Wenn ich Gewalt mit dem Geld entdecke, dann lieber den Sieg holen. Und wenn wir nicht mal gewinnen, dann ärgere ich mich, dass ich das Geld nicht kriege. Aber hier rum, darum und jetzt ein Turbo, zwei Turbo. Jawohl. Geht doch. Aber knapp. Ja, dafür, dass das hier auf easy war, war es knapp gegen die Schlitten. Aber egal, geschafft ist geschafft. So, jetzt können wir gerne in die nächsten Rennen gehen. Nehme ich die noch mit? In das Video? Ja komm, wir nehmen jetzt, wenn wir jetzt ohne Probleme durchkommen, nehmen wir die vier nochmal mit. Wenn wir hier auf einer Strecke auch Probleme haben, cutten wir zwischendurch mal. Nur müssen wir mal gucken. Müsste vorher auch schon lange am Feierabend haben, wegen halt nachher Essen vorbereiten, aber das muss ich jetzt alles mit der Aufnahmetechnik unter Einigkeit kriegen.
Sollte ich den kriegen, dann wird die Aufnahme technisch unterbrochen. Und dann geht es heute Abend noch ein bisschen weiter mit der Technik, wäre ja auch nicht so gut. Ja. Muss ich jetzt halt für mich rechnen, wenn ich nicht unter der Buchwerk bin. Und hören, dass ich die Farbe muss. Aber ich will euch halt genug Futter auf den geben. Ob ihr es dann guckt oder nicht. Ich mache einfach auch Spaß, Ballerei. Wie gesagt, wie hätte ich das Spiel so oder so, egal ob es gucken wird oder nicht, und deswegen einfach das einfach da. Und knapp her, da geht doch. Aber wird schon schwieriger, also der Schwierigkeitsgrad zieht an, obwohl wir auf Easy spielen. Machen wir erstmal Downtown rückwärts. Ja, hauptsächlich alle die Bande, egal, dann gehen wir halt jemanden zu Ende nach vorne kommen, kein Thema dabei, sind wir da. Achtung, da hat man. Die sind nur viel zu wenig der Fall. Das heißt, meistens so eine Benutzung, mich zu verteidigen, um vorne zu bleiben, aber nicht um den permanent zu nutzen, weil ich mache jetzt da vielleicht damit irgendwo die Mauer fahre. Weil so hart auf die Schneestrecke war und so knapp auf die Strecke hier vor jetzt gerade war, so einfach ist die hier schon wieder gefühlt. Na gut. Das schade ist, selbst auf Easy der Schneestrecke gerade nicht ausgewogen ist. Also bei Easy müssten wir ja eigentlich, der Name sagt, jedes Rennen mit Easy gewinnen. Bei manchen Rennen haben wir aber dann doch Probleme. Aber egal, macht nichts. Das ein oder andere Rennen wiederholen müssen. Genauso finde ich es dann aber auch gut, wenn es nicht nur mal schneller vorangeht, weil dementsprechend viel Fortschritt geht, weil dementsprechend viele Strecken und Meisterschaften kann ich euch zeigen. Wie gesagt, wenn der eine oder andere dann möchte von dem, ey guck mal, das war so easy, warum macht es hier nicht schwerer? Wie gesagt, wir können gerne kompletten Meisterschaften im Nachhinein, wenn wir das durchgespielt haben, nochmal auf Mittel fahren. Und sollten wir es auf Mittel auch noch schaffen, können wir sie auch gerne nochmal auf Hart fahren. Wenn gewünscht. Ansonsten mache ich es halt einfach auf Easy, um euch so viel Fortschritt wie möglich zu zeigen. Wenn aber gewünscht, mache ich die ganze Rennen auch gerne nochmal auf einer Stufe höher. Eine Stufe höher dann natürlich mit einem getunten Auto auch. Mit einem ungetunten brauchen wir gar nicht so nachdenken, auf eine höhere Stufe zu gehen. Aber das sollte eben klar sein. Machen wir jetzt mal weiter. Dann auch wenn das Video total baby einfach aussieht. Stellenweise auch ist, stellenweise schwer, stellenweise aber mittelschwer bzw. total baby einfach. Aber irgendwie einfach mal Brain AFK so für den Twitch oder so spielen ist schon ganz frei. Zumindest ist das jetzt halt mein Plan, so sind schon anderthalb zu spielen und dann insgesamt als Aufnahmesession und dann passt das schon. So, ich würde sagen, den Airport fahren wir jetzt noch und dann ist Folge 1 erstmal wieder der Cut, würde ich sagen. Macht am meisten Sinn. Der Airport war die Strecke. Ja, da haben wir vorhin am helllichten Tag auch zwei Versuche gebraucht. Aber gut, hier sind wir Nacht aus. Weil wenn die KI nämlich so wegbockt, dann ist es gar nicht so ohne. Weil wir explodieren. Hier gibt es die Stelle, so Gas geben, Gas geben. Und hier sind wir die Stelle, so.
Oh, da war das Geld, das habe ich knapp verfehlt, schade. Würde ich ja ihm jetzt geklaut haben. Aber das sieht man halt leider nicht immer, wo das Geld ist. Dann ploppt man vor der Nase auf und dann verpasst man es einfach. Wie in dem Fall leider passiert ist. Aber shit happens so zu dem. Ich werde nicht vergeben, das ist eine echte Stelle. Zwei Runden sind noch. Und drei Nieten sind wir mal in der Runde jetzt wahnsinnig, das ist sicher. Noch eins, sehr gut, dann kann ich hier noch eins reinballern, so. Hier die Tour und jetzt der Letzte auf den Stand stehen gerade. Easy. So Leute, ich werde das garantiert vergessen ab und zu sagen, aber in dem Falle war es das mit Part 4. Liken, teilen, Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Denkt an die Glocke, nee Spaß, ich sage mal, wer will, der macht nicht, der macht es eh nicht, aber liken, teilen, gerne kommentieren und einen Daumen dalassen, denn Support ist kein Mord, ihr kennt das ganze Zischese. Schauen und reingehauen. Bis zur nächsten Folge Mini Motor Racing X. Ciao, ciao, euer Maulwurf.